Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän. In wenigen Minuten landen wir auf Goa. Unseres Wahrnehmungsapparates und alles, wir selbst, die gesamte Wirklichkeit um uns herum.
Nichts weiter als Hirnkino. 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 Was ist Wirklichkeit? Gibt es überhaupt eine Antwort? Das Ich und die Wahrnehmung sind sensible Konstruktionen. Ein Spiel mit der Wirklichkeit ist ein Spiel mit dem Feuer. Wir erleben nur einen kleinen Teil des Ganzen in unserer begrenzten Wirklichkeit. Das Wichtigste ist die Dosierung.
alten Kulturen. Ich spreche ja von den Pflanzen der Götter. Wo man auf einmal so die normalen Wege der Wahrnehmung, auch wie man solche Sachen interpretiert, vergisst. Hinterher auch wieder ganz neue Perspektiven finden, dass man so die gängigen Bahnen mal so ganz verlassen hat. Wenn Sie damit experimentieren, in den spirituellen Handlungen der amerikanischen Ureinwohner haben Halluzinogene eine lange Tradition. Während und am Ende ihres Lebens treten sie so in Kontakt mit den Göttern und Ahnen. Die chemische Substanz des Kaktus, die den Rausch verursacht, ist das Mescalin. Auch das Psilocybin noch heute werden sie gezielt und kontrolliert zur Heilung von Körper und Seele eingesetzt. Der Schamane bewegt sich im Grenzbereich zwischen Heilkunde und Psychotherapie. Eine chemisch dem Psilocybin verwandte Droge wird 1943 im Mutterkorn entdeckt. Der Chemiker Albert Hofmann synthetisiert den Wirkstoff LSD. Im Selbstversuch erlebt er Rauschvisionen, intensives Farbensehen, gesteigertes Hörempfinden, Gestaltwandel. Er hat einen Psychostimulanz von bisher nie gekannter Wirkung gefunden. Und er ist überzeugt, dass man damit psychische Erkrankungen besser verstehen und behandeln kann. In der tiefen psychologischen Forschung findet LSD schnell große Beachtung. Man hat das Gefühl, nach einem LSD-Erlebnis, man müsse das verarbeiten, man kann das einfach nicht drüber hinweggehen. Es ist etwas sehr Ernsthaftes, etwas kein Genuss mehr. Ende der 50er Jahre ist LSD in der Psychiatrie angekommen. Die Pharmafirma Sandoz vertreibt den Wirkstoff weltweit unter dem Namen Delusit.
Künstler und Intellektuelle setzen die Substanz zur Kreativitätssteigerung ein. Fluten pro Sekunde unser Gehirn.
was ist eigentlich Wirklichkeit? Im Chaos konstruiert das Gehirn das Muster, das wir Wirklichkeit nennen.
gesamte Wirklichkeit um uns herum. Wird verändert. Nichts weiter als Hirnkino. Jeder lebt in einer eigenen Wirklichkeit. Das Ich.
eine Antwort? Das Ich und die Wahrnehmung sind sensible Konstruktionen. Wir erleben nur einen kleinen Teil des Ganzen in unserer begrenzten Wirklichkeit.
Selbstversuch erlebt er Rauschvisionen, intensives Farbensehen, gesteigertes Hörempfinden, Gestaltwandel. Er hat einen Psychostimulanz von bisher nie gekannter Wirkung gefunden und er ist überzeugt, dass man damit psychische Erkrankungen besser verstehen und behandeln kann. In der tiefen psychologischen Forschung findet LSD schnell große Beachtung. LSD
Ende der 50er Jahre ist LSD in der Psychiatrie angekommen. Sehr ernsthaftes etwas. We'll be right back.
Wir erleben nur einen kleinen Teil des Ganzen in unserer begrenzten Wirklichkeit. Und das macht neugierig. Wo man auf einmal so die normalen Wege der Wahrnehmung, auch wie man solche Sachen interpretiert, vergisst. Man kann dadurch hinterher auch wieder ganz neue Perspektiven finden. Wenn Sie damit experimentieren, Sandoz vertreibt den Wirkstoff weltweit unter dem Namen LSD.
tanzende Götter. Sie so in Kontakt mit den Göttern und Ahnen. Tanz des Kaktus. Heute werden sie gezielt und kontrolliert zur Heilung von Körper und Seele eingesetzt. Mutterkorn.
Spirituelle setzen die Substanz zur Kreativitätssteigerung ein.
ist eigentlich Wirklichkeit? Nicht nur Rücksicht.
Psychostimulanz von bisher nie gekannter Wirkung gefunden. Und er ist überzeugt, dass man damit psychische Erkrankungen besser verstehen und behandeln kann. In der tiefen psychologischen Forschung große Beachtung. Das einfach nicht drüber hinweggehen. Es ist etwas.
anderen. Die ganze Welt. Das Ich und die Wahrnehmung sind sensible Konstruktionen. Ein Spiel mit der Wirklichkeit ist ein Spiel mit dem Feuer. Wir erleben nur einen kleinen Teil des Ganzen in unserer begrenzten Wirklichkeit. Jeder lebt in einer eigenen Wirklichkeit.
Die chemische Substanz Schamane bewegt sich im Grenzbereich.
cook. Yes. Your son is dead. Dead.